Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Channel FIFA Allstars. Ja, Freunde, heute haben wir endlich das erste Gruppenspiel des Davi Cups am Start. Wir spielen heute gegen den Davinator LP, den Veranstalter des Turniers höchstpersönlich. Und ich freue mich schon richtig auf das erste Gruppenspiel. Es wird übrigens zwei Vierergruppen geben. In unserer Gruppe, da haben wir Red Star, Rabona FIFA und Davinator LP. Somit, ja, wollte ich euch dann noch sagen, dass es natürlich ein Hin- und ein Rückspiel gibt. Somit werden wir 6 Spiele bestreiten in der Gruppenphase. Und ich hoffe natürlich, dass wir unter die ersten 2 kommen, denn dann würden wir auch schon, ja, in die K.O.-Phase einsteigen. Ja, Freunde, auf jeden Fall ein Hin- und ein Rückspiel. Das heißt, das Hinspiel wird auf dem größeren Kanal hochgeladen. Das zweite Spiel, somit das Rückspiel, wird auf dem kleineren Kanal stattfinden. Ja, Freunde, dann will ich eigentlich schon sagen, starten wir auch schon mit dem Spiel. Wir haben natürlich ein mehr oder weniger gutes Team am Start. Wir haben 3 Bronzespieler, einen 47er Keeper. Das ist natürlich auf jeden Fall die Schwachstelle unseres Squads. Wir nehmen jetzt hier gegen den Davinator LB die schwarzen Trikots. Er nimmt seine Barcelona-Trikots, die ja übrigens Champions League-Sieger sind. Und sein Team ist natürlich mehr als überragend mit 4 Team of the Season-Spielern, 2 Informs, 3 Goldspielern und 2 Silberspielern. Kein einziger Bronzespieler. Er hat richtig starke Spieler am Start. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit der ersten Situation. Fahre ich mal mit dem Roulette, zieht dann ab. Der Tormann pariert aber gut. Die nächste Situation. Kurz abgespielter Eckball. Flanke, Piqué mit dem Kopf und da steht es auch schon 1:0 für unseren Club. Das war ein sehr, sehr wichtiges Tor. In der 12. Minute macht Piqué sein Tor. Keine Ahnung, wie er da zum Kopfball gekommen ist, aber wichtig ist, das Ding ist drin und Piqué macht es eben in der 12. Minute und wir drehen dann durch. Wir machen das 2:0 mit einem Lupfer. Bolasie, Team of the Season, ist natürlich mehr als nur ein Biest. Dann macht er hier den Vorwärtssalto, macht einfach einen wunderbaren Lupfer über den Keeper. Wir lassen dem Gegner gar keine Chance. Und somit steht es dann schon in der Anfangsphase 2:0 für uns. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Weiter geht's dann mit einem weiteren kurz abgespielten Eckball. Und was war das eigentlich für ein krasses Tor von Ricardo Quaresma, den 5-Sterne-Skiller. Das macht er wirklich überragend. Aus der Drehung zirkelt er den Ball hier ins kurze Eck. Aus einer unmöglichen Position macht er den Ball wirklich rein. Aber der Gegner kommt jetzt auch mal mit seinem Bolasi. Macht hier einen schönen Spin in die Mitte und dann steht hier Di Maria und macht den Abschauber rein. Somit nur noch 3:1 für uns. Und dann kurz vor der Halbzeit kommt der Gegner nochmal mit einer Flanke. Probiert es dann mit einem Lupfer von Di Maria. Aber zum Glück geht dieser Ball nur ans Netz des, ja, des Tors sozusagen. Somit steht es dann 3:1 für uns. Das ist auf jeden Fall eine verdiente Führung, das muss man schon sagen. Davinator LP spielt nicht schlecht, aber wir spielen im Moment einfach besser. Und dann spielen wir den Ball hier auf Bolasi, der mit dem Finesse, aber der Ball geht leider drüber. Das hätte er auf jeden Fall besser machen können. Weiter geht's dann mit der nächsten Situation. Der gegnerische Torhüter kann den Ball aber sehr gut parieren. Und weiter geht's dann mit Bolasi. Der wird hier von hinten umgegrätscht. Sehr, sehr unfaires Tackling. Und somit gibt's dann zu Recht die rote Karte von hinten in die Beine. Das wäre im Real Life natürlich auch ganz klar eine rote Karte gewesen. Somit muss der Gegner seinen Spieler in der nächsten Partie, also im Rückspiel, durch einen Bronzespieler ersetzen. Währenddessen ich das jetzt gesagt habe, macht ihr mir aber schon das 4:1 für unseren Club. Ein sehr, sehr schönes und wichtiges Tor. Schön rausgespielt. Bolasi dann mit der flachen Flanke in die Mitte. Ich hoffe, das zählt jetzt nicht irgendwie als Sweaty Goals. Ich meine, Sweaty Goals sind erlaubt, aber ich finde es einfach nicht gut, wenn man Sweaty Goals macht. Aber es war nicht wirklich ein Sweaty Goal. Und weiter geht's dann mit Remy. Remy allein vom Tor, den macht er auch eiskalt rein. 5:1 für unseren Club. Und das ist einfach ein sehr, sehr starker Spielzug. Remy macht den Ball dann einfach eiskalt rein. Im Sinne eines Goalgetters macht er den in der 90. Minute rein. Und dann macht der Gegner hier eine blöde Situation. Das war natürlich nicht Absicht, also das kann ich nicht verstehen, dass der Gegner, dass der Schiedsrichter das gepfiffen hat. Somit bekommt er dann auch noch die rote Karte. Somit 2 rote Karten, fand ich, bekommt er noch die rote Karte. Und somit hat er 2 Bronzespieler im Rückspiel. Das ist natürlich ein wesentlicher Vorteil für unseren Verein. Und wir gewinnen die Partie dann tatsächlich mit 5:1. Das ist doch schon mal ein richtig guter Start ins Turnier des Davi Cups. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, gegen den Davinator LP zu spielen. Und somit können wir uns jetzt einen Spieler des gegnerischen Teams herauspicken. Und natürlich ist unser Tormann ganz, ganz klar die Schwachstelle. Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, auch Bronze, der zentrale Mittelfeldspieler, der Silberne, ist natürlich jetzt auch kein Top-Spieler, aber den Tormann müssen wir einfach upgraden. Und da holen wir uns keinen geringeren als
den Herrn Mandanda von, natürlich von Marseille, den Franzosen, natürlich ein viel stärkerer Tormann als unser, ja, als unser Bronze-Keeper. Er hat sehr stabile und konstante Werte mit einem 82er Gesamtrating. Auf jeden Fall kein schlechter Mann für unsere Torwartposition. Und somit sieht unser Team doch dann schon viel besser aus und ich werde euch jetzt leider spammen müssen. Ich werde verraten müssen, wie das Rückspiel ausgegangen ist, denn ich muss euch auch noch zeigen, ob wir ein Downgrade oder ein Upgrade bekommen. Und ich werde spammen. Nicht spammen, was sage ich da eigentlich? Spoilern werde ich natürlich. In 3, 2, 1, Boom! Wir holen uns natürlich für die rechte Verteidigerposition Klein. Und zwar nicht den Team of the Season, sondern den normalen. Ich denke, ich werde damit auch auskommen. Somit haben wir unseren 37er Tempo Rechtsverteidiger auch ausgebaut. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Unser Team sieht doch jetzt schon viel besser aus. Wir haben das Beste rausgeholt, was wir konnten. Und wir haben jetzt 4 Punkte, nicht 6 Punkte, denn das Rückspiel ist unentschieden ausgegangen. Somit haben wir einen Punkt, aber es muss ja wer ein Upgrade bekommen. Deswegen haben wir noch ein Entscheidungsspiel gemacht. Das habe ich dann für mich entscheiden können. Das seht ihr übrigens beim Davinator LP. Da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Lasst doch gerne ein Abo bei ihm da, ist ein richtig guter YouTuber. Und somit haben wir jetzt 4 Punkte nach 2 Spielen und 2 Upgrades. Das ist auch eine richtig gute Ausbeute für den Davi Cup. Also Leute, es läuft richtig gut und dann würde ich eigentlich schon sagen, war es auch schon wieder mit dem Video. Vergesst nicht, abonnieren, kommentieren und zu liken und dann würde ich auch schon sagen, war es mit dem Video. Und ich sage wie immer, ciao Leute, die Falstars. Dann sehen wir noch schon den Bolassi, haben wir in ein Standard BPL Team eingefügt. Natürlich mega geile Werte, 93 Pace, 81 Schießen, dazu sehr, sehr hohe Dribblings und Physis Werte. Und natürlich ist er auch ein...